Was auch immer du jetzt gegen mich vorbringst, Theo. Ich will vorher meinen Rechtsanwalt sprechen. Natürlich. Johannes Redlich, hätte ich mir ja denken können. Wochenlang habe ich Ruhe. Ein paar harmlose Verkehrsdelikte. Ihr schreit schlicht unter einer Schwarzschlacht und kaum bist du im Land, ist nichts mehr mit Ruhe. Was hast du mir vorzuwerfen, Theo? Heute ist mein freier Tag. Ich wollte angeln gehen oder Abend kegeln. Da hast du mir wieder versaut. Ich verstehe immer noch Bahnhof. Das musst du mir erklären, Theo. Ach, Johannes, ganz hier steht es auf den Beinen, um dich zu begrüßen. Sag bloß. Ja, ausgerechnet mich hat man bestimmt, dich unter Polizeigeleit nach Schierstedt zu geleiten. Ohoho, das tut mir natürlich leid, Theo. Das braucht das Mindeste, du. Oder Weltenbummler. Komm in meine Arme. Und lass dir sagen, ich freue mich, dass er wieder da ist. Das ist Johannes Redlich aus dem Heideort Schierstedt. Zurück von einer Traumreise, zu der ihm eine überraschende Wende seines Lebens verhalf. Plötzlich konnte er tun, was er bisher versäumt hatte: die Welt bereisen. Na, ich weiß nicht. Glauben Sie nicht, wir sollten allmählich Schluss machen, Herr Redlich? Warum? Ich fühle mich hier ausgesprochen sauwohl. Wir glauben es ihm. Bis vor kurzem vom Leben nicht sonderlich verwöhnt, verhalf ihm ein Brief zur Erfüllung seiner geheimsten Wünsche. Wir haben keine Ahnung, was drinsteht, weil wir beide ja nicht Englisch können. Aber du kannst es doch mal übersetzen, doch mal. Miami, Florida. Ein Brief, der sein Leben schlagartig in nie gekannte Bahnen lenken sollte. Also Notar. Ah, und? Was steht drin? Das geht. Ach, kein Scheiß. Ist das ein reicher Mann? Und wer hatte ihn unversehens dazu gemacht, ob man es glauben will oder nicht, die so oft zitierte reiche Tante in Amerika? 1938 ausgewandert, jetzt in Florida gestorben. Arme Tante Irma, wie viel hat sie mir vererbt? Auch zusammen mit den Liegenschaften rund 2,5 Millionen Dollar. 2,5 Millionen Dollar? Glücksgöttin Fortuna, oft unberechenbar und launisch, hatte sich Johannes als, ja, man kann sagen, als Opfer ausgeguckt. Du wirst reisen, Johannes. Ja, Katharina, das werde ich. Und das will ich auch. Reisen. Einmal über Schierstedts Suppentassenhorizont hinauskommen. Nachholen, was das Leben mir bisher versagt hat. Doch wie das schöne Leben so spielt, auch Johannes geriet auf seiner Traumreise in Situationen, denen er nur mühsam gewachsen war. Ja, wunderbar. Du warst einfach wunderbar. Ich war sturzbetrunken und Sie haben das ausgenutzt. Ja. Ich bin in einer äußerst prekären Situation. Irene Rimbach, woher wissen Sie? Ich danke Ihnen für die zauberhaften Stunden. Ich werde mich jederzeit mit besonderem Vergnügen daran zurückerinnern. Johannes ist verwirrt. Nehmen wir das Ganze. Eskapaden dieser komplizierten Art waren nicht vorgesehen auf seiner Reise. Doch mit des Schicksals Mächten muss sich Johannes, nunmehr zurückgekehrt nach Schierstedt, mehr als ihm lieb ist, auseinandersetzen. Johannes. Diesen Empfang zu verdanken, ich muss sagen. Nee, bestimmt nicht. Na, wem dann? Ja, du wirst nicht glauben. Der Gemeinderat hat es einstimmig beschlossen. Doch. Ja. Ja, ja. Denn Glück, so sagt schon das Sprichwort, hat nur der Tüchtige. Und wer wollte da bezweifeln, dass unser Johannes Redlich, bevor ihn die Glücksgöttin Fortuna durch diese Dollarerbschaft zum reichen Manne machte, die längst auf dem Wege war, durch verblüffende Ideen seine Geldschwierigkeiten in den Griff zu bekommen. Jawohl, sein selbstgebrannter Obstler war absolute Spitze. Johannes, Schierstedt braucht dich. Wir sind auf deiner Seite. Lieber Johannes, du siehst, hörst und fühlst, Schierstedt hat dich mit offenen Armen wieder aufgenommen. Und so möchte ich als Bürgermeister dieses Ortes zum Schluss meiner kleinen Begrüßungsrede im Namen aller der Hoffnung Ausdruck geben, dass du dir trotz der vielfältigen Eindrücke von deiner Reise eins erhalten hast. Das tiefe Gefühl der Liebe zur angestammten Heimat, verbunden mit der ehrenvollen Verpflichtung, dem Gemeinwohl unseres kleinen Ortes zu dienen. Und so möchte auch ich mit den Worten schließen, mach was draus, Johannes! Der vom Bürgermeister soeben beschworene Verpflichtung, dem Gemeinwohl von Schierstedt zu dienen, möchte auf der Stelle nachkommen. Alles, was hier heute gefuttert und getrunken wird, geht auf meine Rechnung. Dreimal Kotelett, Rotkraut, Bratkartoffeln, viermal Bauernomelett, zweimal Kohlroulade. Wo bleibt mein Halsschnuckenbraten? Der Nachschiff. Da hast du mir vielleicht was eingebrockt, Johannes.
Wenn die umsonst futtern können, dann langen die zu wie nach einer Hungersnot. Und saufen tun sie, als ob der Alkohol morgen rationiert wird. Heiß und fertig, meine Herren. Ach, bitte, Johannes. Danke, Herr Pfarrer. Ach, Johannes, wenn Sie in den nächsten Tagen mal Zeit haben, kommen Sie doch mal vorbei. Ich würde mich sehr freuen. Ja, sicher mal. Sie werden erstaunt sein, wie weit die Restaurierungsarbeiten an unserer Kirche während Ihrer Abwesenheit gediehen sind. Wirklich, ja? Sie werden erstaunt sein. Nur, jammerschade, dass uns die Kirchenleitung keine neue Glocke genehmigt hat. Ja. Sie wissen ja selbst, Johannes, wie ärmlich unsere alte Glocke bindet. Nachhaltiges Produkt von erbärmlicher Klangqualität. Naja, vielleicht findet sich ja doch noch eine Lösung, die uns alle glücklich macht. Ja, vielleicht. Warte mal, Johannes. Mensch, wir hatten ja noch gar keine Gelegenheit, ein paar Worte miteinander zu wechseln. Ja, blöd, ne? Was macht der Verein? Otto, was? Kickt Grünwald-Schierstedt da immer noch am Tabellenende rum? Ja, von wegen. Wenn wir uns noch mit einem guten Stürmer verstärken, spielen wir in der nächsten Saison ganz oben mit. Ja, das wäre ja riesig, was? Du, sag dir dein Name. Rudi Wenzel, was? Das ist ein Fußballer. Und klar, ein Stürmer. Was für einer. Ein Supertalent. Den könnten wir haben für eine entsprechende Ablösesumme. Die ist allerdings nicht vom Pappe. Verstehe, ja. Aber das freut mich. Wir sprechen in den nächsten Tagen mal drüber, ja? Oh Mann, ist das ein Rummel da drin. Und es kommt immer noch mehr heute. Ich fürchte, wenn du nicht bald Schluss sagst, Johannes, kommst du noch aus Lüneburg, um mitzusaufen. Dein Konto könnte das ja leicht verkraften, aber rausschmeißen solltest du deine Gelder auch nicht so einfach. Mir nichts, dir nicht, sagt dir dein Schierstädter Finanzberater. Hm. Kommst du mal morgen bei mir in der Bank rum? Ja, hatte ich sowieso vorher. Gut, wir müssen nämlich mal ein ernstes finanzpolitisches Wochen miteinander reden. Bitte, nach dir. Naja, ich bin ja hier zu Hause. Du, wir müssen unbedingt darüber reden. Ach, fühlst dich wieder richtig zu Hause, was? Ja, warum auch nicht? Ja. Sag mal ehrlich, Johannes, hat es sich wirklich gelohnt? Was? Hat es sich gelohnt, dass du ausgezogen bist in die große, weite Welt? Hat es dir was gebracht? Hast du was gelernt? Um dir das erschöpfend zu erklären, werde ich doch eine Menge erzählen müssen. Weißt du, ich habe auf meiner Reise eine Menge Menschen kennengelernt, die mich total enttäuscht haben. Aber auch solche, die mich beeindruckt haben, die mich, die mich reicher gemacht haben. Ja, das habe ich an den Kontoauszügen gemerkt. Du weißt genau, dass ich das so nicht gemeint habe. Na, wie denn? Ich spreche von Menschen, von deren Bekanntschaft ich profitiert habe. Das sage ich doch. Innerlich. Menschen, die mein Herz erreicht haben. Ja. Und denen du offensichtlich auch deine Anschrift gegeben hast. Also heute Morgen ist hier ein Brief gekommen aus Hamburg von einer gewissen Irene Rimbach. Irene Rimbach? Die ja, das ist eine flüchtige Bekanntschaft aus der Karibik. Warum schreibst du mir? Oh, das wirst du schon noch rauskriegen, Johannes. Ich mache uns erstmal einen Kaffee. Inzwischen liest du den Brief, ja? Lieber Johannes, wirklich, wenn Sie dieser Brief erreicht, nun seid doch mal still da. Ich bin jetzt seit mehreren Tagen zu Hause in Hamburg. Ich konnte fliegen, Sie wollten partout von Frankfurt aus mit Ihrem Jeep die Heimreise antreten. Was für eine Überraschung für mich. Ein bisschen dachte ich, kenne ich Sie bereits, aber ein Gefährt dieser ausgefallenen Art hätte ich Ihnen nicht unbedingt zugetraut. Dumm von mir, nicht? Ja. Aber so meine Vermutung. Ich werde sicherlich noch so manches Mal meine Meinung über Sie korrigieren müssen, weil Sie wirklich ein erstaunlicher Mann sind. Hat Ihnen das schon je eine Frau geschrieben? Ich möchte es Ihnen demnächst auch sagen. Geben Sie mir die Gelegenheit bei einem Wiedersehen bei mir in Hamburg. Ihre Irene Rimbach. Ja, was ist, Robert? Wer ist da gekommen? Herr Stielau bitte dringend, die gnädige Frau sprechen zu dürfen. Sagen Sie ihm, ich bin nicht an einem Gespräch interessiert. Sehr wohl. Sagen Sie ihm, er soll sich zum Teufel scheren. Zum Teufel scheren. Sehr wohl. Liebling, ich freue mich, dass du wieder da bist. Ich habe verschiedentlich versucht, dich telefonisch zu erreichen, aber immer hieß es, du seist außer Haus. Hier, für dich, von ganzem Herzen. Stellen Sie den Rosen in eine Vase, Mensch. Na los und vorher anschneiden. Ich bin wirklich heilfroh, dass du zurück bist. Wir müssen uns aussprechen. Liebling, es war doch alles nur ein Missverständnis.
Ich liebe dich. Nur dich. Und was man dir auch immer vor deiner Reise über meine angeblichen Weibergeschichten berichtet hat. Es ist der hinterhältige Versuch, uns auseinanderzubringen. Glaub mir, du bist die Frau, die ich meine. Ich liebe dich. Du lügst, wenn du nur den Mund aufmachst, Manfred. Entschuldige, aber die war schon lange fertig. Robert? Ja, gnädige Frau? Herr Stieler möchte gehen. Zeigen Sie ihm den Ausgang. Ich will dich hier nie wieder sehen, Manfred. Tja, das war deutlich. Und was mache ich mit den Rosen, gnädige Frau? Na, war's schon. An den Absender zurück. Na los, Robert, laufen Sie. Noch holen Sie Herrn Stieler ein. Danke, Willi. Tag, Herr Rimbach. Und auf Wiedersehen, irgendwann mal. Meine Tochter hat ihn rausgeschmissen. Bravo! Sicher hast du eine Erklärung parat, Robert, warum du mit einer Vase mit Rosen vor mir stehst. Ich sollte die Rosen Herrn Stieler zurückgeben, wollte ihre Tochter. Aber doch wohl nicht mit Vase, Mensch. Weißt du, was die wert ist? Herr Stieler scheidet ab sofort als Schwiegersohn aus. Also keine Gastgeschenke mehr, Robert. Für dich, mein Liebes. Ich ahnte es einfach. Heute ist für dich ein besonderer Tag. Du hast dich endlich von ihm getrennt. Und eine Rose ist das Mindeste, diesen Tag entsprechend zu verehren. Danke, Papa. Du bist der einzige Mann, den ich kenne, der ein wirklich sensibles Gespür für die Psyche einer Frau hat. Nicht wahr? Pardon, was ist denn noch, Robert? Ich brauche eine verbindliche Anweisung. Bleiben die Rosen denn nun im Haus oder nicht? Abscheulich. Lügst wie jeder andere. Aber bitte, Irene. Lass mich. Ich wollte dich nicht. Alle seid ihr Kerle gleich. Nur einer nicht. Ach ja? Aber den krieg ich nicht. Oh Gott, das nächste Opfer. Ausgestattet mit deiner Generalvollmacht habe ich also während deiner Abwesenheit den dir von mir eingeräumten Kreditrahmen in Höhe von 500.000 Mark für diverse Anlagengeschäfte fast voll ausgeschöpft. Und ich denke, du kannst zufrieden sein, Johannes. Ich habe überall da zugeschlagen, wo ich spürte, da ist was zu holen. Hier. Optionsscheine, Aktien, Investmentpapiere, eine Währungsanleihe in Kanada-Dollar, Terminkontrakte und diverse Beteiligungen. All dies mit einer beträchtlichen Gewinnerwartung, mindestens jedoch nahezu 80.000 Mark bei kurzfristiger Inanspruchnahme. Ja, sehr gut. Gefällt mir, Jakob. Bist schon Ass? Na ja, gewusst wie und wo, das ist das Kunststück. Du unter uns, die in der Zentrale in Lüneburg würden im Quadrat springen, wenn sie wüssten, dass ich dir im puren Glauben darauf, dass deine Dollarmillionen kommen, 500.000 Mark Kredit eingeräumt habe. Wann kommen sie denn nun, die Millionen? Frag mich was Leichteres. Aber ich bin ja morgen in Lüneburg bei meinem Anwalt, der das Ganze abwickelt. Hm? Naja, gut Ding will Weile haben. Außerdem ist der 500.000 Mark Kredit ja mindestens zur Hälfte mit deinen sensationellen Einkünften von deiner Reise abgesichert, die ich vereinbarungsgemäß vorübergehend auf einem Festgeldkonto angelegt habe. Verrate mir bitte, du Glückspilz, wie du in so kurzer Zeit so ein zusätzliches Vermögen machen konntest. Ob du es glaubst oder nicht, ist mir geradezu in den Schoß gefallen. Sag bloß. Siehst du, Jakob, das ist das Geheimnis der Reichen. Wo was ist, kommt immer noch was zu. Siehst du? Und darauf baue auch ich. Du bist eine Bank, Johannes. Aber das wissen auch die anderen. Hüte dich vor den Hyänen. Ach, schau da auf der Klang. Nachkriegsmaterial. Eine neue Glocke muss unbedingt her. Und die wird mit jedem Schlag verkünden.
und das über Jahrzehnte hinweg, dass ein verdienter Bürger aus Schierstedt diese Neuanschaffung ermöglicht hat. Wir müssen einfach langfristig planen, Johannes. Unsere Sportanlage modernen Anforderungen anpassen. Flutlicht, Tribüne, neue Mannschaftskabinen. Ja, du weißt ja selber, was das kostet. Und ein neuer Stürmer. Ohne Sponsoren nicht zu realisieren. So ein altmodisches Eisengestänge entspricht einfach nicht den neuesten Erkenntnissen, Johannes. Spielplätze brauchen kindergerechte Klettergerüste aus Holz. Immer wieder habe ich dafür gekämpft. Aber leider ist die Gemeinde nicht in der Lage, die Kosten dafür aufzubringen. Natürlich sind das alles kommunale Aufgaben und somit aus dem Steueraufkommen zu bezahlen. Aber was da an Mitteln bei uns ankommt, ist mehr als bescheiden. Also jede Privatinitiative, die uns entlastet, dient dem Wohle von Schierstedt. Ich habe dir hier einfach mal aufgelistet, was es da für Möglichkeiten gäbe, wenn du dich engagieren willst. Wann immer ich dir in den letzten Wochen die Karten gelegt habe, eines ist wirklich seltsam. Positives wie Negatives liegen dicht nebeneinander. Heben sich gewissermaßen gegenseitig auf. Also so gesehen ist die Tendenz eigentlich ausgeglichen. Sag mal, hörst du mir eigentlich zu, Johannes? Doch, ja. Mit diesen Detlef Böckmann-Bildern hier, die ich dir aus Berlin geschickt habe, hast du dich immer noch nicht angefreundet, was? Ich finde die abscheulich. Die 25.000 Mark, die du dafür bezahlt hast, die sind rausgeschmissenes Geld. Du, das sehe ich anders. Ich habe damals in Berlin einem zwar unbekannten, aber doch hochtalentierten Maler die reelle Chance gegeben, künstlerisch zu überleben. Ja, 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 mach nur so weiter. Verteil dein Geld mit vollen Händen an die Bedürftigen. Du siehst es doch. Du hast es gerade in den letzten Tagen erfahren. Hier in Schierstedt gibt's davon jede Menge. Der eigentliche Sinn des Reichtums ist, Freigewicht davon abzugeben. Außerdem gefällt es mir, wie sie auf einmal alle um mich herum scharwenzeln, mich hofieren. Endlich ist Johannes redlich wer. Ja, ja. Mit Geld kann man alles kaufen, auch die Geneigtheit seiner Mitmenschen. Jetzt hast du es mir aber gegeben. Ja. Sag mal, wo ist eigentlich der zweite Brief aus Amerika, von dem du mir telefonisch berichtet hast? Ja, weißt du, das ist eigentlich sehr merkwürdig. Also ich hab ihn die ganze Zeit aufbewahrt. Er hat hier gelegen, neben der Uhr. Ja, und? Ja, und seit einer Woche ist er verschwunden. Na, du machst mir Spaß. Ich brauche ihn. Ja, ja, ich habe ihn also überall gesucht, aber er ist... Ja, verschwunden, ja. Das habe ich verstanden. Und kein Schwanz weiß, was drinsteht, ja? Ja, natürlich nicht. Ich konnte ihn ja nicht entziffern, weil er wieder in Englisch geschrieben war. Ja, das ist mir klar. Deshalb wollte ich ihn ja morgen auch zu Rechtsanwalt Dr. Hase mitnehmen. Also das ist ja vielleicht ein Ding. Du sagst einfach, der Brief ist weg und damit basta. Also Johannes, bitte schreib mich nicht an. Wir sind ja nicht verheiratet. Wir sind Bruder und Schwester. Also bitte, Johannes, benimm dich. Ja, entschuldige bitte. Sehr gut. Also wir suchen ihn jetzt gemeinsam und... Ja, hier redlich. Ja. Ja. Für dich. Eine Frau. Ja, Johannes redlich. Ja, das ist... Na, das ist ja... Eine freudige Überraschung, hoffe ich. Und sagen Sie mir nichts anderes, Johannes, sonst lege ich sofort wieder auf. Aber die Chance gebe ich Ihnen gar nicht, weil ich Ihnen gleich den Grund meines Anrufs mitteilen möchte. Ich habe soeben beschlossen, und Einspruch ist zwecklos, Sie in Schierstedt zu besuchen. Sie kennen ja das Sprichwort, wenn der Ochse nicht zum Berge kommt und so weiter. Machen Sie sich also darauf gefasst, dass ich in den nächsten Tagen auf der Schwelle Ihres Hauses stehe. So. Und nun können Sie was dazu sagen. Ich habe es ganz einfach gewusst, dass Sie begeistert sind, Johannes. Also, bis bald dann. Na, was hat er denn gesagt, dein Traummann? Der Herr möchte nichts überstürzen. Bittet mich, auf seine Einladung zu warten. Was bildet sich dieses Landei eigentlich ein? Andere Kerle würden jubeln, mir zu Füßen liegen, wenn ich ihnen so unverblümt eine Offerte mache. Siehst du, mein Kind, genau das ist es, was mir dieser Johannes aus Schierstedt so sympathisch macht. Er springt eben nicht, wenn du mit den Fingern schnippst. Ich sag dir was. Den gucke ich mir mal an. Solche Erbschaftsabwicklungen dauern, Herr Redlich. Ich meine, kein Grund zur Panik. Ja, aber Sie hatten mir doch versprochen, Herr Rechtsanwalt, dass Sie während meiner Abwesenheit... Ich weiß, mein Lieber.
Aber konnte ich damals ahnen, dass ich mir in meinem Urlaub beim Wasserskilaufen den Haxen brechen würde? 4 Wochen habe ich in Bombasa im Krankenhaus gelegen und in meinem Büro hier in Lüneburg ging alles drunter und drüber, blieb eben vieles einfach liegen. Aber wie gesagt, überhaupt gar kein Grund zur Panik. Kriegen wir alles wieder auf die Reise. Nun zeigen Sie mir mal den Brief aus Miami. Ja, sehen Sie, das ist mein Problem. Meine Schwester hat ihn irgendwo verkramt. Der ist nie auffindbar. Aha. Das ist wirklich eine starke Leistung. Das wirft uns um Jahre zurück. Also, was schlagen Sie vor? Vor allen Dingen keine Panik. Zum Glück haben wir den ersten Brief aus Miami. Der Nachlassverwalter Ihrer Tante teilt Ihnen unmissverständlich mit, dass Sie der Erbe Ihres Gesamtvermögens sind. Also, was wollen wir denn noch mehr an? Was ist denn? Ja, das weiß ich. Sagen Sie ihm, dass er nicht mein einziger Klient ist. Er soll sich verdammt noch mal gedulden. Dr. Hase bittet vielmals um Entschuldigung. Er steht sofort zur Verfügung. Wer ist denn da drin? Den sollten Sie sich merken, Herr Lupinski. Wieso? Ein Mann, der auch für Sie interessant sein könnte. Okay. Ja, schon. Bitte schön, Herr Lupinski. Den Mann solltest du dir merken, Otto. Hör ich jetzt zum zweiten Mal. Wer ist denn das? Johannes Redlich aus Schierstedt. Ein Mann, der, lass mich das mal kurz umrechnen, ca. 5 Millionen Mark geerbt hat. Apropos, suchtest du nicht nach einem Mitfinanzier für dein Bauvorhaben in Gifhorn? Nee, nicht mehr, alles gelaufen. Sagtest du Schierstedt? Ja, habe ich gesagt. Und der Mann wohnt dort? Seit ewigen Zeiten. Wie das Leben so pinkelt. Da habe ich in Schierstedt vor ein paar Jahren für ein Appel und ein völlig runtergewirtschaftetes bäuerliches Anwesen gekauft. Gebäude uninteressant, abrisswürdig. Was mich damals interessierte, war das, was mit dran hängt. 7 Hektar Land immerhin. Und bis heute ungenutzt? Ich dachte mir, kommt Zeit, kommt Gewinn. Sieht ganz so aus, als hätte ich lang genug gewartet, was? Ja, das sehe ich auch so. Genau, das ist auch meine Meinung. Wenn wir uns also hier in Schierstedt wirklich eine Chance ausrechnen, auf dem klar erkennbaren Trend mitzuschwimmen, der da eindeutig anzeigt, dass deutsche Urlaubsziele wieder gefragt sind, dann müssen wir als Schierstädter Gemeinderat Voraussetzungen schaffen, dass auch Schierstedt touristischer Anziehungspunkt wird. Jawohl. Und da sind wir nun, wie ich meine, Herrn Lupinski in der Tat in den besten Händen. Alles Weitere erklären Sie am besten selbst. Ich biete Ihnen an, auf dem bereits erwähnten Grundstück das ehemalige Hauptgebäude nebst Stallungen zu einem Reiterhof umzubauen und als zweiten Schritt auf den dazugehörenden Ländereien ein Feriendorf im Landhausstil zu errichten. Voraussetzung wäre, dass die Gemeinde Schierstedt mir Gebäude und Ländereien für einen Preis von 550.000 Mark abkauft und für die erste Baustufe des Feriendorfes geschätzte Baukosten in Höhe von 3 Millionen zur Verfügung stellen. Das ist doch geradezu utopisch. Die Gemeinde ist arm wie eine Kirchenmaus. Genau. Tja, so gesehen verlorener Nachmittag. Ich gehe dann. Sie bleiben, Fräulein Kruse. Es geht hier um die Zukunft von Schierstedt. Die Bürger unseres Ortes haben Sie zum Gemeinderatsmitglied gewählt. Und also sind Sie gehalten, auch über die Dinge mit zu befinden, die Ihnen nicht passt. In der Tat nicht. Denn für Kindergarten, Spielplatz und Seniorentreff gibt's nie einen Pfennig. Und da soll ich mitdiskutieren über ein Projekt? Ja, gerade. Wenn wir die Infrastruktur von Schierstedt verbessern, wird auch für sowas irgendwann mal genügend Geld da sein. Irgendwann, genau, sehe ich auch so. Man muss langfristig denken. Wobei man natürlich nicht außer Acht lassen darf, dass ein touristisch erschlossenes Schierstedt auch verkehrstechnische Probleme mit sich bringt. Ich als Ortspolizist... Jo, bitte, das sind Eier, die ganz zuletzt gelegt werden. Genau, sehe ich auch so. Ein Schierstedt, touristisch erschlossen, bringt für alle im Grunde nur Vorteile. Ja, und für Sie besonders. Wie soll ich das verstehen? Ihr Gasthof wird das am Touristenboom noch als erster Kapitalschlag. Oh, und viele andere auch. Das ist es doch gerade, was dieses Projekt so verlockend macht. Schierstedt wird insgesamt partizipieren. Ja, aber vorher wird sich Schierstedt verschulden müssen bis in die Steinzeit. Wer von Ihnen, meine Herren, will so ein finanzielles Risiko mittragen? Sehen Sie? Das ist es, was ich meinte. Die Lösung dieses in der Tat bestehenden Problems ermöglicht uns nur einer. Johannes Redlich. Ich werde Ihnen mit unseren
diesbezüglichen Überlegungen konfrontieren. Das gibt's doch gar nicht! Los, Olli! Diese Schweine hauen die mir den Willen kaputt! Das ist doch nicht Karte! Was machen wir? Wo hat sich erwischt? Nirgends, Mensch. Bleib so liegen. Ist ein übles hinterhältiges Foul. Sollte man im Liga-Ausschuss melden. Der Junge fällt für den Rest der Spielzeit aus. Ist doch kein Wunder bei so einem schwachen Schiedsrichter. Du musst verhindern, dass Johannes sich breitschlagen lässt, Katharina. Du bist hier die Einzige, die wirklich Einfluss auf ihn hat. Ja, bis jetzt ist noch kein Mensch an ihn herangetreten. Sehr sauber. Sie brauchen seine Millionen. Klaasen wartet bloß auf den richtigen Moment, wo er Johannes packen kann. Klaasen und fast der gesamte Gemeinderat sind diesem Bauunternehmer auf den Leim gekrochen. Sie haben nicht gemerkt, dass der schräge Vogel bloß seinen eigenen Vorteil im Auge hat. Aber nie und nimmer wird Johannes seine Erbschaft für ein Projekt geben, das hier aus Schierstedt einen touristischen Rummelort macht. Bin ich mir nicht mehr so sicher. Er hat sich geändert. Viele Dinge, die sieht er ganz anders als vor seiner Reiserei. Entschuldigung, und wenn du... können Sie mir sagen, wo hier in der Nähe Herr Redlich wohnt? Sie stehen vor seinem Haus. Was wollen Sie denn von ihm? Ist er nicht da? Nee, im Moment nicht. Und wo finde ich ihn? Wenn Sie sich beeilen, auf dem Sportplatz. Danke. Du hast das gehört, er ist auf dem Sportplatz. Sportlich ist er auch. Sie haben was für ein Mann. Götten. Das war sie. Wer? Ja, seine Flamme. Aus Hamburg. Guck an. Johannes! Du bist unser Glücksbringer! Na, kaum wieder da, schon rappeln die Punkte im Kasten. Als ich dich vorhin wieder auf der Trainerbank sitzen sah, da wusste ich, was mir die ganzen Wochen gefehlt hat. Du! Ja! Du bist eben unser Glücksbringer! Ja, ja, ohne Frage, aber nichts für ungut, nicht? Auch ohne ihn haben wir beachtliche Erfolge erzielt. Ja, na klar, Bruno. Aber ein Stürmer muss her, wenn du in der nächsten Saison mit Grün-Weiß-Schierstedt oben mitspielen willst. Aber das ist das ganze Geheimnis, Johannes. Willst du oben mitspielen, wo auch immer, musst du investieren. Du hast das natürlich auf deinen Reisen gelernt. Ja. Die wirklich großen Dinge, die Profit machen, die kosten eben vorerst mal Geld. Ne? Ja. Mein lieber Henrich, ich sag gerade heraus, wozu willst du mich überreden? Nicht überreden, überzeugen will ich dich. Das wäre eine einmalige Möglichkeit, die auf lange Frist eine Existenz aufzubauen hat. Eine echte Aufgabe. Oder willst du als Rentner von den Zinsen leben, versauern? Nö, das habe ich nur nicht vor. Na siehste. Und so ein Reiterhof, der braucht einen Mann mit Ideen und dem absoluten Willen, so ein Ding auch durchzuziehen. Du meinst natürlich, er braucht die nötigen finanziellen Mittel. Na klar, die hast du doch. Das Angebot von Bauunternehmer Lupinski finde ich wirklich fair. Für Haus, Stallung und 7 Hektar Land will er 550.000 machen. Für so eine marode Klitsche ein stattlicher Preis. Und der Umbau und alle drum und dran, das kostet wohl nichts, oder? Lupinski wird mit sich reden lassen, Hannes. Drück ihn im Kaufpreis, handel mit ihm. Es bleibt dann auch ein großer Spielraum. Wieso? Weil Lupinski nämlich noch eine andere Idee hat. Mach sie mal an. Deren Umsetzung uns allen in Schierstedt zugute käme. Er stellt sich vor, und der Gemeinderat ist hellauf begeistert, auf deinem Besitz... Na, nur mal langsam. ...auf deinem eventuellen Besitz eine Ferienhaussiedlung im Landhausstil zu bauen. Was sagst du nur? Wer soll denn das finanzieren? Na ja, du hast doch dabei nicht etwa an mich gedacht. Hannes, wenn wir hier in Schierstedt die Zukunft planen wollen, und dafür bist du doch auch, dann müssen wir dafür sorgen... Also das ist doch wohl alles eine Nummer zu groß, was? Außerdem halte ich wenig davon, uns die Touristen aufzuhalten. Aber ich kann nicht einsehen, warum ich die ganze finanzielle Hauptlast tragen soll. Mensch, weil du die Mittel hast. 3 Millionen Mark von mir für die erste Bauphase. Das ist eine Kapitalanlage, wie du sie dir nicht besser wünschen kannst. Mit einer anständigen Rendite. Ja, aber wann? Ich sag dir was. Denk mal drüber nach. Sowas kann man ja nicht überstürzen, ne? Ich hatte Sie telefonisch vorgewarnt, Johannes, dass ich komme. Und da bin ich nun. Und gleich mit Familie. Papa, das ist Johannes Redlich. Hallo. Freut mich, Sie kennenzulernen, Herr Redlich.
Meine Tochter hat mich so neugierig auf Sie gemacht, dass ich Sie gezwungen habe, mich mitzunehmen. Ich hoffe, Sie nehmen mir das nicht krumm. Oh nein, warum sollte ich? So, Papa, nun gib mir auch mal die Chance, ihn zu begrüßen. Tag, Johannes. Tag, Irene. Böse? Aber nein. Da bin ich aber froh. Wie haben Sie mich hier gefunden? Oh, das war leicht. Ihre Schwester, ich nehme an, sie war's. Oh, Sie waren schon bei mir zu Hause. Kurz, ja. Sie hat gesagt, Sie wären auf dem Sportplatz. Aber das Spiel war gerade zu Ende. Und da sind Sie einfach hierher gefahren. Ja, einfach so. Ich hoffe, wir stören nicht. Aber nein. Darf ich vorstellen, das ist unser Bürgermeister Hinrich Klaasen. Klaasen. Ich habe gerade mit ihm ein Projekt besprochen, das mir äußerst interessant erscheint. Ich werde dieses Anwesen hier wahrscheinlich kaufen. Daraus einen Reiterhof machen. Ja, und dann dort, ja, stehen ja immerhin 7 Hektar Land zur Verfügung, eine Feriensiedlung im Landhausstil bauen. Unser Bürgermeister und ich sind uns darüber einig, dass Schierstedt mit entsprechendem finanziellem Engagement ein touristisches Kleinod in der Lüneburger Heide sein kann. Ne? Hört sich gut an, Johannes. Nicht wahr, Papa? Hört sich gut an. Ja, sehr. Ich mag Menschen, die unternehmerische Risiken eingehen. Das sind bereits 3 Pluspunkte für Sie, Herr Redlich. Wo kann man denn hier in Schierstedt in aller Ruhe ein zünftiges Bier zischen? Im Gasthof Mielens. Ja, aber in aller Ruhe nur bei mir. Vorausgesetzt, Sie nehmen mit meiner bescheidenen Datscha voll lieb. Hm? Oh. Ihre Tochter war also schon 3-mal verheiratet. Und wie oft davon verwitwet? Überhaupt nicht. Nur geschieden. Das ging wie das Mäusemelken. Schön formuliert. Sehen Sie, Frau Redlich, das ist es, was mir hier gefällt. Keiner kennt die Tratsch- und Klatschgeschichten aus der High Society. Wo sind die beiden eigentlich geblieben? Ja, die sind draußen, die machen einen Waldspaziergang. Sie hat ihn mal für sich haben wollen, recht so. War Ihr Bruder eigentlich schon mal verheiratet? Nee, der war nur einmal verlobt, aber das hat ihm auch gereicht. Sagen Sie mal, was machen Sie eigentlich beruflich, Herr Rimbach? Schmuckgroßhandel, Donnerwetter. Außerdem allerdings nur als Hobby handle ich mit Bildern neu entdeckter Maler. Zum Beispiel den da, Detlef Brückmann, ein wahrer Senkrechtstarter, nachdem ein Scheich den Mann weltweit gesponsert hat. Wie kommen Sie an die Bilder? Der hat die Johannes in Berlin gekauft. Für 25.000 Mark. Sie haben für ein Abel und Ei. Kurz verstand hat der Junge auch. Ich freue mich wirklich, dass wir uns heute wiedergesehen haben. Wollte ich auch sagen. Aber hätte ich nicht die Initiative ergriffen, Sie hätten mich noch lange zappeln lassen. Ja. Warum? Weil ich glaube, dass wir beide... Na? Dass wir beide... nicht zusammenpassen, ja? Ja. So ein Quatsch. Gut, wir sind nicht auf den ersten Blick das ideale Paar. Aber wo gibt es das schon? Ist es nicht viel wichtiger, dass man die Chance hat, sich nach und nach zu finden? Ich mag Sie, Johannes. Nur das zählt für mich. Alles andere kriegen wir in den Griff, wenn wir es nur wollen. So einfach, glaube ich, ist das eben nicht. Davon einfach war auch nicht die Rede. Überlegen Sie doch mal, Irene. Dort drüben, im kleinen windschiefen Haus, in dieser ländlich abgeschiedenen Gegend, da habe ich den Großteil meines Lebens verbracht. Das hat mich geprägt. Sie, Irene. Ach, hören Sie auf. Ich weiß schon, was jetzt kommt. Der Hinweis auf den unüberbrückbaren Gegensatz zu meinen Lebensumständen. Nee, das wollte ich nicht sagen. Was sonst? Ich wollte darauf hinweisen, dass es Ihnen nie gelingen wird, einen Mann wie mich noch mal umzumodeln. Wer will denn das? Na, Sie. Ach, ich denke im Traum nicht dran. Genau wie Sie sind, sind Sie richtig. Ach, und warum bevormunden Sie mich dann ständig? Was tue ich? Nur dauernd versuchen Sie mir, Ihren Willen aufzuzwingen. Wie bitte? Mich zu gängeln, zu korrigieren. Ich? Wann und wo? Na, in der Karibik zum Beispiel. Auf dem Schiff. Na, nun hört's aber auf, ja?
Das ist doch bereits Lichtjahre her. Ja, aber auch hier. Jetzt bin ich aber gespannt. Haben Sie mir die Chance gegeben, Ihnen den ersten Brief zu schreiben, Sie anzurufen, Sie hierher zu mir einzuladen? Nein, alles kam von Ihnen, gerade so lawinenartig. Oh, ich bitte um Entschuldigung! Ich mag es nicht, wenn eine Frau mir vorschreibt, wie ich zu fühlen habe, bevor ich nicht selber weiß, was ich fühlen möchte. Was ist denn passiert? Nichts, was dich beunruhigen müsste, Schwester. Im Gegenteil, die Fronten sind geklärt. Du bist und bleibst das einzige weibliche Wesen an meiner Seite. Zufrieden? Nee. Meine Karten sagen was anderes. Du sag bloß. Ja, da braut sich was zusammen, ob du willst oder nicht. Ja, wollen will ich schon, nur... Nur was? Die passt überhaupt nicht zu mir. Und überhaupt weißt du, was die Rimbachs für Geld haben. Alle Welt würde sagen, ich habe mir die Tochter nur deswegen geangelt. Ach, du spinnst doch, Bruderherz. Du brauchst dich doch nicht zu verstecken. Du bist doch selber Millionär, nun mach was draus. Ja. Ja. Das wäre die Lösung. So, und dann brauche ich hier Ihre Unterschrift, Herr Rittlich. Und schließlich hier bitte. Ich gratuliere Ihnen, Herr Redlich. Mit dieser Ihrer Unterschrift sind Sie nunmehr durch mich notariell beglaubigt, rechtmäßiger Besitzer eines Bauernhofes mit 7 Hektar Grund in Schierstedt. Glückwunsch, Herr Redlich, eine kluge Entscheidung. Das ist der Beginn einer sicherlich fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen uns beiden. Die ich als Bürgermeister von Schierstedt nur begrüßen kann. Bedeutet es doch, in Schierstedt hat die Zukunft endgültig begonnen. Jawohl. Mit diesem Projekt wird Schierstedt eines nahen Tages kein touristisches Niemandsland mehr sein. Dank an Johannes Redlich, der sich entschlossen hat, mit den entsprechenden finanziellen Mitteln einen Anfang zu ermöglichen. Jawohl. Was auch, Katharina? Oh nein, du hast nicht nur das Anwesen gekauft, du hast auch... Ja, das ist eine Überraschung. Herr Rawinski uns nunmehr im Detail seine Vorstellungen über Planung, Finanzierung und Gestaltung unseres geplanten Feriendorfes zu entwickeln. Danke. Verehrte Anwesende, ich bin bei meinen Gestaltungsüberlegungen davon ausgegangen, dass das, was da als Feriendorf auf dem Grund und Boden von Johannes Redlich entstehen soll, diese Fotos hier belegen es... sich weitgehend den landschaftlichen Gegebenheiten. Ja? Dazu habe ich mich entschlossen. Aber bist du denn nur noch blöd? Du verstehst gar nichts. Meine finanztaktischen Überlegungen. Wie kannst du dir in die Haare schmieren? Der Einzige, der hier Federn lassen wird, bist du, Johannes. Ja, natürlich, du alte Unke. Dieser Otto Lupinski bringt dich und dein Erbe, bevor du saßt. Das ist doch Unsinn. Der Mann ist unseriös. Nein, 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 nein. Wegen seiner dubiosen Geschäftspraktiken hat er bereits im Gefängnis gesessen. Aber er wurde rehabilitiert. Ich vertraue ihm. Also gut, dann bat es auch alleine aus. Ich will damit nichts zu tun haben. Und so sollten wir also, das ist mein Vorschlag, unabhängig vom eigentlichen Baubeginn unserer Ferienanlage in absehbarer Zeit den Grundstein legen, der letztlich eins symbolisiert. Wir haben begonnen. Das habe ich nicht alles versucht, ihn von diesem Vorhaben abzubringen. Aber er ist total verbohrt. Hat sich in den Kopf gesetzt, für Schierstedt was Großes zu leisten. Mag gar nicht, dass ihn alle nur ausnutzen. An sein Geld wollen. Ja, das haben sie ja wohl auch geschafft, ne? 2:45 Grundsteinlegung ist im vollen Gang. Danke für den Kaffee, Katharina. Und du willst auf keinen Fall, dass ich dich zu dieser Feier mitnehme? Um mir diese verlogenen Reden anzuhören? Nein, danke. Also ich glaube nicht, dass meine Galle da noch mitspielt. Es regnet in Strömen. Selbst der Himmel weint über den Unverstand meines Bruders. Warte, ich leih den Schirm. So kannst du doch nicht Polizist, aus. Polizist mit Regenschirm, das wird absolut lächerlich. Ein pitschnasser Polizist macht auch keinen Start hier. Er ist hier rausgefahren. Ja,
So hebt ihr also eure Post auf. Nur, das darf doch wohl nicht wahr sein. Das ist der Brief aus Miami. Ich habe das ganze Haus auf den Kopf gestellt, um ihn zu finden. Hier hat er gelegen, neben der Uhr. Da ist er in den Schirm gefallen. Da muss er erst mal aufkommen. Ja, also ich gehe da. Moment mal, bitte wartet hier. Als dieser Brief vor Wochen hier ankam, da war Johannes noch verreist. Und Dr. Hase, der also mit dieser Erbschaftsabwicklung betraut ist, der war in Urlaub. Also blieb er hier. Ich versuche ihn zu lesen, aber ich kann kein Englisch, aber du kannst es doch. Bitte übersetze ihn mir. Dr. Dustin Costa, Notary. Ja, das ist der Nachlassverwalter von Tante Irma. Na und? Wir brauchen Schnaps. Und du? Wahrscheinlich einen doppelten. Denn wenn ich deine Reden kennten, würden diese sagen: Allzeit Segen und viel Glück, in guten und in schlechten Tagen. Drum möge das, was wir begonnen, jederzeit erfolgreich sein. Und so greifen wir zur Kelle, schichten mutig Stein auf Stein. Liebe Schierstädter, lieber Johannes Redlich, wohl dem Gemeinwesen, das einen Mann wie Johannes Redlich vorweisen kann, der mit Herz, Verstand und Einsatz bereit ist, sein Bestes zu geben. Mit seinem Engagement wird er beweisen, dass auch ein kleiner Ort wie Schierstedt durchaus in der Lage ist, der touristischen Herausforderung Rechnung zu tragen. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrter Gemeinderat, liebe Schierstädter, so schreiten wir nun zur Grundsteinlegung unseres Feriendorfes. Ich darf Johannes Redlich in seiner Eigenschaft als Bauherr bitten, seines feierlichen Amtes zu walten. Bitte, Herr Redlich, walten Sie Ihres Amtes. Liebe Anwesende, leider kann ich, und niemand bedauert das mehr als ich, diese Grundsteinlegung nicht vornehmen. Ich halte hier einen Brief aus Amerika in den Händen. Dessen Inhalt mir soeben von meiner Schwester Katharina zur Kenntnis gegeben wurde. Euer Millionenerbe wurde enterbt. Die mir avisierten Dollarmillionen wurden kraft eines überraschend aufgefundenen Neuen Testamentes einem Indianerreservat vermacht. Holz der Traum. Für mich und unser Feriendorf. Tut mir leid. Tut mir sehr leid. Auf sowas habe ich gesetzt. Johannes, das vergesse ich dir nie. Ich steck nur ganz schön allein im Regen. Nachchen! Hallo? Begreifst du, Mensch? Meine Existenz steht auf dem Spiel. Ich habe dir im puren Vertrauen auf deine Dollarmillionen einen Kredit eingeräumt, der in dieser Höhe durch nichts sonst zu rechtfertigen gewesen wäre. Die Zentrale wird dir nicht deinen Koffer preisen. Jakob, wir haben nur Sicherheiten. Verkauf meine Papiere, die nach deiner eigenen Aussage bisher nur Gewinn gemacht haben. Eben nicht. Was heißt eben nicht? Das sind eben die Unwägbarkeiten der schnellen Geschäfte. Gestern noch oben, heute ganz unten. Wie weit unten? Ich habe mit den dir kreditierten 500.000 Mark in den letzten Tagen 150.000 miese gemacht. Puh, wie schön. Dann schuldigt der Bank also, wenn wir die Papiere verkaufen, so gesehen mindestens 150.000 Mark. Hm? Und 250.000, die ich dir in einem Anfall von Wahnsinn als persönliches Darlehen besorgt habe, damit du
über sein Eigenkapital von 300.000 Mark hinaus diesen sogenannten Reiterhof Bar kaufen konntest. Dann schuldigt der Bank also wie viel? 400.000 Mark. Das ist ganz schön happig, ne? Die Zitrone wird mich feuern. Im hohen Bogen. Wenn diese 400.000 Mark an mir hängen bleiben. Ich verkaufe den Reiterhof wieder und das sind wir alle aus dem Schlamassel. Ja, ja. Das versuch mal. Otto Lupinski hat in dir einen Käufer gefunden, der weit über Preis gekauft hat. Wieso? Johannes, du hast 550.000 Mark bezahlt. Er vor ein paar Jahren knappe 100.000. Na, sieh mal an. Dieses Schlitzohr. Lieber Johannes Redlich, vergeblich und ja, ich gebe zu, auch sehnsüchtig habe ich darauf gewartet, von Ihnen zu hören. Vergeblich. Und so sehe ich mich also wieder mal gezwungen, die Initiative zu ergreifen. Obwohl Sie mir bei unserer letzten Begegnung drastisch genug gesagt haben, wie sehr Sie so etwas verabscheuen. Ja, was ist, Robert? Ein Herr Redlich bitte dringend, die gnädige Frau sprechen zu dürfen. Ein Herr? Redlich. Ein Mensch mit etwas eigenartigen Manieren, gnädige Frau. Ich lasse bitten. Ja, bitte, Robert. Sie lassen bitten. Bitte, gnädige Frau. Ich hatte Sie zwar nicht telefonisch vorgewarnt, aber... Nun ja. Da bin ich. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Ich habe mir erlaubt. Oh, nein, sowas. Darf ich bitten? Nee, der Strauß ist ja nicht für Sie. Ein Gruß aus Schierstedt. Danke, Johannes. Danke, Robert. Wie geht es Ihnen, Johannes? Och, na ja. Das klingt ja geradezu überschwänglich. Ja, ne? Ihr Vater ist nicht da, was? Nein. Also im Moment nicht, aber er müsste bald nach Hause kommen. Was wollen Sie denn von ihm? Nun ja, ich hatte die Idee. Aber je mehr ich darüber nachdenke, sollte vielleicht doch lieber... Sie wollen mir einen Heiratsantrag machen. Ist es das? Nee, also das nur bestimmt nicht. Nee. Oh, danke. Das war ja wieder mal mehr als deutlich. Tja. Darf ich dann doch vielleicht erfahren, was uns die Ehre Ihres Besuches verschafft? Ja, ich wollte Ihnen, so wie das unter Freunden üblich ist, mal guten Tag sagen. Mhm. Guten Tag sagen. Ja, und eben mit Ihrem Vater sprechen in einer geschäftlichen Angelegenheit. Das ist es, weiter nichts. Das ist es. Weiter nichts. Sie entschuldigen mich bitte. Ich war auf Ihren Besuch leider nicht vorbereitet. Ich habe einen dringenden Termin. Wiedersehen. Danke, Willi. Tag, Herr Rimbach. Und auf Wiedersehen irgendwann mal. Na, Moment mal. Warten Sie, Herr Redlich. Ein paar Worte sollten Sie schon mit mir wechseln, wenn Sie schon mal da sind. Sie hatten Streit mit Irene, stimmt's oder habe ich recht? Na, Ihre Tochter hat sie doch nicht alle. Das bleibt aber unter uns. Aber ansonsten ist sie doch ganz passabel. Na, nun regen Sie sich mal wieder ab. Haben ja genug Ärger in der letzten Zeit gehabt, nicht wahr? Wie meinen Sie? Die Welt ist klein, mein Lieber. Da gibt's so einen Typ in unserem Tennisclub, der jedem, der es hören will, die Geschichte von Johannes im Pech erzählt. Das ist ja ein Ding. Ich weiß alles über Sie, Herr Redlich. Mein lieber Mann, da sitzen Sie ja ganz schön in der Tinte. Ja, darüber wollte ich eigentlich mit Ihnen sprechen. Nur zu, steigen Sie mal aus, wir gehen über Schritte. Nun wollen Sie diesen sogenannten Reiterhof wieder loswerden und suchen einen potenten Käufer. Ja, und um den zu finden, dachte ich, könnten Sie mir vielleicht einen Tipp geben. Sie kennen doch die richtigen Leute hier in Hamburg. Die mit Geld. Oh ja, und ich weiß auch schon einen. Nein, nicht wirklich. Otto Lopinski, schon mal von ihm gehört? Das ist doch der Bauunternehmer, der mir das Ding verkauft hat. Ich weiß, mein Lieber. Na, das ist ja nein. Das ist nämlich der Mann, der Ihre unsägliche Geschichte im Tennisclub verbreitet, sich damit brüstet, letztendlich an Ihnen Geld verdient zu haben. Genau dem drücken Sie das Anwesen wieder aufs Auge. Und zwar mit Gewinn. Und warum sollte ausgerechnet der... Weil wir ihn ködern werden. Wir? Jawohl. Ich kann den Typ nicht ausstehen. Dreimal hat er mit seinem Votum verhindert, dass ich Clubpräsident werde. Es wäre mir ein höllisches Vergnügen, dir eins auszuwischen.
Eine Bedingung habe ich allerdings, wenn ich Ihnen helfe. Ja, und die wäre? Ich schaffe Ihnen also mit Gewinn das Anwesen vom Hals und Sie mir meine Tochter. Wie bitte? Mensch, redlich. Streit hin, Streit her, das Mädchen liebt Sie und Sie sind doch auch nicht abgeneigt, also worauf warten Sie noch? Na ja, in meiner jetzigen finanziellen Situation ist das einfach... Man könnte doch glauben... Alles Unsinn, lass ich nicht gelten. Haben Sie noch andere Argumente? Eigentlich, ja, eigentlich... Also keine. Willkommen an Bord. Und nun knöpfen wir uns gemeinsam diesen Bauunternehmer Lobinski vor. Die Stallung möchte ich schon stehen lassen, Herr Lobinski. Was mir vorschwebt, ist das Alte erhalten und das Neue integrieren. Genauso das Haupthaus. Ich glaube ganz einfach, der Reiz dieses Reiterhofes wird daran liegen, dass das Traditionelle... Herr Redlich, jetzt muss ich doch einfach mal eine Frage stellen. Wie wollen Sie das Ganze finanzieren? Ich meine, ich baue Ihnen das gerne, aber die hiesige Bank gibt Ihnen keinen Pfennig mehr. Im Gegenteil, die will den Kredit zurück. Das lassen Sie mal meine Sorge sein. Ich habe da möglicherweise bereits einen Partner gefunden, der einsteigen will. Ah ja? Darf man erfahren, wer? Nee, der Mann will im Hintergrund bleiben. Sehen Sie, Herr Lobinski, nach meinem Erbschaftsdebakel ist es natürlich für mich doppelt wichtig, mir eine Existenz zu schaffen. Und dieser Reiterhof hier hat in der Tat Zukunft. Ja schon, aber wissen Sie, was es heißt, ein Unternehmen wie dieses gewinnbringend durch unsere unsicheren Zeiten zu bringen? Aber ich bitte Sie, Sie selbst haben mir doch mal zugeredet. Das war doch eine ganz andere Ausgangssituation. Damals waren Sie, so dachte jeder jedenfalls, mehrfacher Millionär, hätten leicht eine Durststrecke überstanden, doch heute... Herr Redlich, ich mache Ihnen ein interessantes Angebot. Ich kaufe das Anwesen zurück. Sie überraschen mich. Und lege 150.000 auf die von Ihnen gezahlten 550 drauf. Na, ist das ein Angebot? Nee. Wieso nicht? Wenn Sie freiwillig 150.000 mehr zahlen, ist bestimmt eine Menge mehr drin. Wer ist denn Ihr Kunde, der das Anwesen will? Vor allen Dingen wofür? Darf ich das erfahren? Nee, der Mann will im Hintergrund bleiben. Also gut, 200.000 drauf. Nee. 250.000, das ist mein letztes Wort. Tut mir leid, Herr Lobinski. Interessiert mich nicht. Also, um das nochmal zu wiederholen. Die Stallungen bleiben stehen und werden mit den Neubauten so kombiniert, dass das traditionelle... 350.000 Mark. 350.000 Mark über dem von Ihnen gezahlten Preis. Also insgesamt 900.000 Mark, Mensch. 1 Million. Sie haben eine Totalmarke. Klar, weiß man doch. Das Haupthaus möchte ich dann so gegliedert wissen, dass die vorhandene Veranda in den Wohnteil einbezogen wird und... 1 Million. Einverstanden. Wann machen wir den Vertrag? Na? Na also, wo kann man das begießen? Na wo schon? Bei mir zu Hause, mit dem Obstler. Na, das ist ein Wort. Also eins müssen Sie mir wirklich verraten, Herr Rindbach. Wie haben Sie eigentlich den Lobinski dazu gekriegt, so hoch ranzugehen? Oh, nichts einfacher als das. Ich habe bei unserem Tennisclub das Gerücht verbreitet, dass ich ernsthaft interessiert bin, möglichst in der Nähe von Lüneburg ein großes Tenniscenter zu bauen und in dem Tennisboom dann auch geschäftlich mitzuschwimmen. Nur, und das war der entscheidende Schachzug, nicht wüsste wo. Und damit war Otto Lobinski an der Angel. Er hat mir prompt ein Grundstück mit 7 Hektar Land und entsprechendem Gebäude angeboten, das angeblich in seinem Besitz sei. Den Reiterhof von Johannes. Genau. Wohlgemerkt, ich habe nichts versprochen. Lobinski hat nur reagiert. Und zwar, wie wir wissen, ziemlich prompt. Noch einen. Aber nur. Ja, immerhin. Also, der Vertrag ist noch nicht unterschrieben. Der wird, der wird. So lange lasse ich ihn eben zappeln. Und dann mache ich ganz lässig einen Rückzieher. Auch nicht die feine englische Art, was? Nee, so geht's eben im Geschäftsleben. Außerdem ist mir die Hose näher als das Hemd. Für meinen Schwiegersohn in Spee tue ich doch alles. Wo sind die beiden überhaupt? Na, wo ich schon. Gehen spazieren im Wald. Na also, alles im Lot mit den beiden. Privat und für Johannes auch geschäftlich. Steht doch prima da, der Junge. Allein die Bilder da von Detlef Böckmann stellen derzeit einen Wert von mindestens 200.000 Mark dar. Och,
Das glaube ich nicht. Können Sie aber, ich bin Experte. Weiß, was man für diesen Maler heute zahlt. Für... Lassen Sie mich mal einen kleinen Überschlag machen. Also, 200.000 Mark plus 400.000 Mark Gewinn aus dem Reiterhofverkauf plus 300.000 Mark Eigenkapital, die Johannes investiert hatte, macht summa summarum 900.000 Mark. Minus 250.000 Mark, die er der Bank schuldet, minus 150.000 Mark Miese aus den Anlagegeschäften, bleiben ihm immerhin noch, Preter Propter, 500.000 Mark. Preter Propter. Plus circa 7 Millionen. Irgendwann. Irgendwann. Ja, woher? Na, von mir. Meine Tochter erbt mein Vermögen. Und Johannes erbt mit. Steht doch gut da, der Junge. Wollen wir noch einen? Einen doppelten. Ja. Jeder Mensch hat Träume, Johannes. Und ihre haben sich eben nicht erfüllt. Wir wollten ganz hoch hinaus. Ich bin auf die Nase gefallen. Ja, aber zur rechten Zeit, denke ich. Bin noch mal mit einem blauen Auge davongekommen. Und habe erkannt, dass man seine Träume eingrenzen muss. Ja, richtig. Hätten Sie Lust? Ja. Hätten Sie Lust, mit mir noch mal zu verreisen? Wohin Sie wollen. Ja, aber nicht auf einem Luxusliner oder in der ersten Klasse von einem Jumbojet. Ich biete Ihnen an, mit dem einfachen, etwas unbequem Sitz von einem Geländewagen mit mir eine Welt zu erkunden, die wir beide noch nicht kennen. Wunderbar. Ich denke da beispielsweise an die Bretagne in Frankreich. Aber total überlaufen, Johannes. Die griechischen Inseln, ich meine die Unbekannten, das ist doch ein Ziel, wo oh, wir beide... Oh nein, bitte nicht, nicht. Die griechische Küche ist bestimmt nichts für mich. Zu viel Öl und Knoblauch. Also das sind Argumente, die ich nicht teilen kann. Aber gut, Johannes, gut. Wie wär's denn mit der kleinen kanarischen Insel Gomorra? Aber das ist ein absoluter Quatsch. Wir sind mit einem Geländefahrzeug unterwegs. Wie kommen wir denn auf dieses Eiland da? Ich habe das andere.